Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Drückjagd hier in Rotwald heute mal wieder. Da war ja schon mal eine Drückjagd. Und ich habe mir mal die Freigaben aufgemacht für euch, dass ich euch die einmal zeigen kann. Dann eher nicht zeigen, aber einmal vorlesen kann. Wir sind komplett frei, außer bei Stufe, bei männlich Stufe 1 bis 3 nur. 4er, 5er dann nicht. Rothirsch, Hirsche von Stufe 1 bis 4 und 7 bis 9, also 5er und 6er nicht. Weiblich ist gar nicht frei, Dammwild ist nicht frei. Schwarzwild ist komplett frei und Rehwild weiblich auch komplett und Stufe 1 bis 2er Böcke. Ist eine ganz gute Freigabe, außer dass die Füchse nicht frei sind, bin ich da komplett einverstanden mit. Ja, zum Stand. Denk mal, ich habe hier relativ viel Sicht. Für die Wiesende passt es. 300er dabei, 306 dabei. Da bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. Mal nicht. Oh. Ricke. Ja, okay, ich glaube, das wird nichts mehr mit der Ricke. Okay, ich weiß nicht, wo die jetzt herkommt. Ja. Anblick haben wir schon gehabt. Sonst, wo war ich gerade stehen geblieben? Da kommt das nächste. Dammwild, pflichtig. Gibt's gar nicht. Dammwild ist nicht frei. Alter. Lecko Grande. Aber ein dickes Rudel. Ja, also Sicht ist ganz gut. Und das Stück würde jetzt auch schon lange liegen. Das ist, ja. Der knallt schon. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Irgendwas bei im Stand. Ja, der ist glaube ich an sich ganz gut. Ich habe mal jetzt nicht die 4570 dabei, sondern 300er, weil letzten Mal hatte ich ja immer die 4570 dabei. Jetzt mal wieder 300er, 3006, weil. Oh. Vorbeigeschossen, oder? Ja. Mann, oh. Ja. Weil mir der 4570 in letzter Zeit nicht so gut geschossen habe, wollte ich sagen. Aber anscheinend mit der 300 auch nicht. Also, ja, ich weiß nicht. Auch schwierig da zu schießen, das war mir schon klar. Und Rotwildpflichtig und ich sind ja eh nicht so. Best Friends? Ja, abzusehen, dass ich den nicht treffen werde. Schade, egal. Ist jetzt so. Muss ich mir nachher vielleicht nochmal in der Video-Wiederholung angucken, wo ich da hingeschossen habe. Aber jetzt erstmal nicht zu ändern. Für die, die nochmal wissen wollen, wo die Drück. Ich habe den doch getroffen. Hier ist Jagddruck. Oh Gott. Hier ist die Drückjagd. Hier auf der Map guckt. Hier ist die Drückjagd. Relativ nah sogar zu meinem Revier. Also, ja. Genau. Sonst gibt es, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen. Es ist nur ein Stand, den wir heute besetzen. Also nicht irgendwie mehrere Stände. Nur halt aus anderen Richtungen wird immer getrieben. Aber, ne? Gucken wir mal. Also, bin mal gespannt, was hier noch so kommt. So, ich habe mal die Nachsuche angefangen auf den Rothirsch und ja, das hat auf jeden Fall einen Treffer gegeben, aber weiß nicht, wo ich da abgekommen bin. Da bin ich gleich mal gespannt, wenn ich das sehe. Also es ist jetzt das erste Treiben vorbei. Ich mache gerade die Nachsuche auf meinen Rothirsch und mit Schnuffi, ich bin ja Nachsuche gespannt. Ich kann das soweit hier erstmal machen und sammeln wir den jetzt gleich mal ein. Also, der liegt. Oder ob das eine länger nachsuche wird, ich weiß es noch nicht. Ah, komm, da liegt sogar hier schon mal perfekt. Auch ein Monster, Alter. Ja, hier ist kein Schuss drauf. Und perfekt. Also, ich habe ihn irgendwo getroffen. Für die, die wissen wollen, wo ich ihn getroffen habe. Also, ein 7er Hirsch habe ich schon mal. Wir gehen ja nicht ohne was wieder nach Hause. Aber vielleicht kommen wir im zweiten, dritten, vielleicht auch vierten, ich weiß nicht, wie viele wir machen, noch ein bisschen was rüber in den Treiben.
Also, ich gehe wieder auf den Stand und dann sehen wir uns da wieder. Bis gleich. So, da kommt ein Zweier Bock. Wäre frei. Wow, schade. Ja, nicht zu schießen, oder? Kommt noch mal. Nee, wird nichts. Schade. Der hätte ihn noch gerne gehabt. Sind jetzt auch schon im dritten Treiben. Ich weiß nicht, wie viel hier noch kommt. Von daher hätten wir nochmal die Chance nutzen müssen. Aber wir haben ja schon einen Hirsch. Und es knallt beim Nachbarn. Es knallt zweimal beim Nachbarn. Es knallt dreimal beim Nachbarn. Also, Gottes Willen. Ja, okay, jetzt ist hier ein bisschen was los. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt es ja hier rüber, das Wildwasser beschossen wird. Wir werden sehen. Bock. Schwierig. Ja, ich kann nicht die Steine als Kugelfang nehmen. Alarmiert, auf der Flucht. Ja, aber die Steine sind nun mal kein Kugelfang. Was soll ich denn machen? Und Ende im Gelände. Ja, es ist jetzt auch voraussichtlich das letzte Treiben. Und daher wird es wahrscheinlich bei dem einen Hirsch bleiben, außer es kommt hier nochmal ein Sechser, der nicht frei ist. Obwohl der, glaube ich, keine Krone hätte. Egal, er ist nicht freigegeben. Von daher brauchen wir da gar nicht erst drüber nachdenken, ob er eine Krone hat oder nicht, weil ich kann hier eh nicht schießen. Okay. Gut. Also wie gesagt, letztes Treiben. Denk mal. Das war hier eher einer der schlechteren Drückjachten, die wir bis jetzt durchgemacht haben. Und auch die auf jeden Fall mit dem schlechtesten Schussbild. Ein Hirsch angebleibt mit einem Schuss. Also. Das ist nochmal ein anderer Wisch, okay, ein 5er Mittel. Wäre aber auch nicht frei. Da hinten läuft auch noch was. Oder? Das ist ein 5er Wisch. Der ist nicht frei. War da gerade eben noch was? Ich weiß das nicht. Ja, also wild kam hier genug, ob das das Dammwild war. Regenböcke, ich habe auch gar nicht, glaube ich, habe auch ein, zwei Stück nicht aufgenommen. Aber keine Chance. Alles entweder nicht frei oder flüchtig. Von daher leider nur ein Hirsch. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, das Video. Wenn ja, lasst dann gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten, hoffentlich erfolgreicheren Jagd wieder. Bis dann, haut rein und